Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Reaction. Heute machen wir ein Reaction-Video zu vier Künstlern aus vier verschiedenen Ländern. Das wird ein mega special. Ich kann euch schon mal sagen, das wird sehr interessant. Wir haben Saimo aus Kasachstan, Theodora aus Serbien, haben wir ja vorhin abgecheckt. Ja. Und Taina, Albanien. Lele Pons, oh Gott. Ich denke genau. Mal aus... aus Amerika. Ah, sie ist Lateinamerika. Ah, okay. Das ja. Ist interessant. Sollen wir anfangen? Ja, fangen wir direkt an, Junge. Saimos Thumbnail war richtig interessant. Richtig ja, heiß. Richtig ja. Oh, Asia. Oh, sieht asiatisch aus. Sie sieht aus wie so ein Yakuza, so. Diese Mafia. Ja, ja. Benjamins. Das erinnert mich an Edge Sechkin. Ja. Ja. Benjamins. Wenn ihr das noch nicht abgecheckt habt, checkt das ab. Das ist schon mal so richtig so. Yeah. Das hat mich gerade richtig an Nicki Minaj. Ja. Mit den Locken. Ja, ne? Die hat eine, ey, wirklich so eine sexy Stimme. Und alle Männer arbeiten für sie. Ja. Aber ich würde auch gerne für sie arbeiten. Ja. Boah, schau mal, wie. Sie ist Big Mama. Big Mama! Yeah! Yeah. Du hörst ja wie so ein Motorrad. So. Ey, das sieht geil aus, finde ich. Ja. Das hier. Wo ist das? Was ist das? Sieht geil aus. Also bei den Kulissen merkt man schon, sie will als krasse Frau rüberkommen. Ja. Du bist der Boss. Ist sie auch. Ja. Und das ist auch schon. Oh. Das sieht geil aus. Und ihr Badeanzug, oh mein Gott. Ja, ich finde halt ihr Gesichtsschmuck, kann man das so Gesichtsschmuck ja, sagen? Ja. Nasenpiercing? Nasenring? Nein, dieses was, diese Maske da, was sie auch so, hatte. Ja. Oh ja. So. Das macht sie so mysteriös. Die hat auch eine richtig krasse Sch- Oh, diese Szene. Ah, die hat uns einfach weggehauen. Ey, wirklich, sie hat eine geile Stimme, so. Das ist so richtig so Trinksmucke. So ein Geldscheinmaschine habe ich zu Hause auch, die Supreme da. Ja. So, das Geld flattert. Oha. Ja. Das sieht richtig aus so. Also das sieht, kann man echt beim Training pumpen. Wie deine Licht. Ja. Auch Licht. Ich glaube, die sind in. Ja, Mann. Ey, die Ohrringe, verstanden, ne? Also auf Kurdisch. Oh. Die hat mir die Mittelfinger gezeigt. Die Tattoo, ey. Und das war das ganze Gesamtbild, ja. So, ne? Richtig krass. Ja, Outfit auch. Ja. Also, das hat mich jetzt wirklich so eingefangen, so. Okay, es waren nicht viele verschiedene Szenen, aber die Szenen wurden halt gut eingefangen. So, jetzt kommen wir zu Theodora. Das sieht aus wie diese Dinge, genau. Apple-Dings, ne, diese Hintergrund. Ja, etwas. Wir haben ja vorhin Theodora und Svia angeschaut. Knockout. Okay, das finde ich schon gut. Hey. Oh, jetzt hat sich hier sogar... Porsche. diese Roller. Oh. Geht es auch gerade. Da kannst du hier ganz direkt mitmachen. Ja, yeah, das ist direkt so. Ja. Alles in. Diese ja. E-Roller sind sich schon innen geworden. Ja. Hey. Das sind die Roller von Apache. Ey, die Farben ändern sich hier auch wieder, ne? Wie beim anderen Video. Ja, stimmt. Aber das sieht voll geil aus mit diesen geflochtenen Haaren und dann dem Mundschutz da. Uff. Sieht so heiß aus. Oh. Ey, dieser. Ich will jetzt nicht
ich will jetzt nicht falsch rüberkommen, aber sie hat einen sehr geilen Knackarsch. Das muss ich schon sagen. Da ist aber auch einiges los. Jetzt hat mich gerade an Ariana Grande erinnert. Ja. Side to side. Ja. Boah. Boah, die sah auch geil aus, die sind meistens. Warum sind nie solche Weiber im Fitnessstudio? Ich glaube, du gehst einfach ins falsche Fitnessstudio. Ja, ins falsche Fitnessstudio. Oder zur falschen Uhrzeit. Ja. Aber ich weiß nicht, die Effekte sind irgendwie nicht so. Es sieht eher wie so Low-Budget-Effekte aus. Das ist ein Video? Also meine Meinung, ich weiß nicht. Na ja, so. So. Aber ist trotzdem geil. Egal was für ein Budget, so weißt du, ich meine, allein schon diese Mädchen reichen, so weißt du es mal. Und dieses Video aufzupimmen und so. Ja, zum Beispiel dir ist wo, das geht irgendwie nicht so. Aber ist Absicht wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was die sich. Test. Künstler dabei denken, aber es ist trotzdem sehr gut gemacht. Knockout. Ich habe das ganze Geld für Knockout gemacht. Ja. Obwohl, die hat noch ein Lied rausgemacht, Kaibo. Mhm. Aber Knockout und das ist am meisten klicktesten bis jetzt. Ja. War aber auch nice. Mhm. Bei dem kann ich schon mal sagen, das hat mich am Anfang gecatcht, aber irgendwie ist er irgendwie so immer ein bisschen weiter runtergegangen. Beim ersten war es hier andersrum. Oh. Anfangs war okay, danach so. Stein nach oben. Jetzt kommt Tainá. Da erwarte ich nur. Ich habe so eine hohe Erwartung bei Tainá. So. Ich auch, die ist da oben. Ja, da oben im Universum. Es fängt schon mal richtig geil an. Ah. Ja. Schon allein der Anfang, die Stimme so. Ihre geile Stimme. Ich glaube, es ist samstags und sie ist feiern. Ja. Die Kleid ist auch sehr geil. Ja. Aber sie ist auch hübsch, ey. Ihr wird alles stimmen, was sie anzieht. So. Ja, alles kannst auch, ja. Bei dem Song kannst du auch direkt am Anfang mitmachen, mittanzen. Oh, 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 oh. Oh. Mhm. Oh. Alter, oh. Boah, ey, die hat eine krasse Ausstrahlung. Okay, das ist echt gut in Szene gesetzt. Clubmusik, ja. Die haben ja auch schon so viel Reactions zu Tainá gemacht. Ja. Bye Bye, Caliente, Aye. Die ist schon krass. Und sie hat heute hier männliche Helfer. Ja. Aber die passen auch so zu Musikdings. Ja. Aber von dem Typen hätte ich nicht erwartet, dass er so singt. So. Ja. Oh, das ist geil. Das ist richtig geile Partymusik. Mir gefällt der Hintergrund, der die Farbe immer ändert. So. Ja. Ich glaube, diese wackeln deinen Arsch so. Rechts und links so. Germania, da irgendwas mit Deutschland. So, das ist echt nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich mir das noch anhören würde. Ja.
Ich fand eher Tainas Part gefiel mir mehr. Ja. Das wurde irgendwie zu lang in Länge gezogen, finde ich jetzt. Ja. Aber es ist trotzdem, also man kann, also wie gesagt, auf Partys und sowas wäre es okay. Da kann man. Aber mir fehlt da Tainer. Etwas, ne? Mir fehlt Tainer. Ja. Sie soll mehr Zeit so. Ich hab wieder gewartet, dass sie wieder Tainer singt, aber geil. Leider. Aber mein Favorit ist bis jetzt. Das erste? Simon. Aber Lil Pons macht auch gute Musik. Lil Pons. Ich muss sagen, ich kenne die gar nicht. Ja, nicht? Sie hat aber früher, war sie eher in der Comedy-Schiene. Sie ist aber hübsch. Ja, sie ist mega hübsch. Sie hat auch so eine krasse Stimme. Ja. Habt ihr gesehen? Ja, hab ich gesehen. Aber das haben die anderen auch gemacht, wie ich mir gezeigt. Wenn ihr sowas auf der Straße sehen solltet, wie ein Mann so eine Frau schlägt oder Gewalt anwendet, dann schlägt er einfach zusammen. Ja. Wartet gar nicht erst auf die Polizei. Ich erlaub's euch. Das war cool. Ja, das ist echt cool. Sowas ist halt immer richtiger, wenn irgendeine Story dahinter ist. Ja, und dann. Vor allem auch noch ein Musikvideo. Und dann auch getanzt. Ja. Ja, sie kann auch sehr gut tanzen. Ja, das sagst du mir zu spät. Ja, das hab ich zu spät. Das hab ich schon selber gesehen. Ja. Ich hätte aber auch nie erwartet, dass sie so gut ist. Den ersten Song, den ich gehört habe, ich hätte auch nie erwartet, dass sie so gut ist. Ja. So, ich war wirklich positiv überrascht von ihr. Die brechen irgendwo ein. Achso, bei ihrem Ex. Vom Video her, von allem, finde ich jetzt eigentlich das am besten. Weil es eine Story hat, ne? Ja. Also, und viel passiert. Ja, passiert halt sehr viel. Und bei den anderen waren halt nur ein paar Szenen. Die Gangster. Ja. Achso, nein, sie rettet, glaube ich, die Freundin oder so. Ach, doch. Ihr Style ist auch sehr geil, die Hose. Ja. Pete Pablo. Ich glaube, das ist eine Beleidigung. Ja. Kann sein. Oder so auf Wiedersehen. Du Arschloch. Na? Jetzt haben wir 4. Ja. Mein Videos. Erster Platz, sage ich, Lele Pons. Mhm. Weil ich fand sie stimmlich gut und auch von Story her, vom Musikvideo auch sehr geil. Mhm. Ich muss eigentlich nichts bemängeln. Mhm. Dann beim zweiten Teil würde ich sagen, ich weiß nicht, deswegen ich tendiere so zwischen Simon und Tainer. Aber bei Tainer finde ich, so es wurde, ich weiß nicht, irgendwie gestreckt. Also ich weiß irgendwie, ich will nichts gegen die anderen beiden sagen, aber ich fand die irgendwie nicht so, für mich nicht so. Soll ich sagen, einfangend. So. Okay. Ich fand es irgendwie halt langweilig nach der Zeit. Okay. Tanja war top. Ich bin noch ein Fan von ihr. Aber ich würde trotzdem sagen, hat Gesamtpaket, würde ich Simo sagen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mhm. Simo. Mhm. Weil es hat mich schon direkt gepackt, so von ihrer Art. Ja, Simo, dann Tainer und dann Theodora, würde ich sagen. Okay. Was sagst du damit? Also ich würde sagen, Theodora, weil die ganzen Tanzchoreografien und so haben mir viel mehr gefallen und dieses ganze Bunte, dieses mit den Neon-Sachen so. Und dann, also Lele Pons und Tainer würde ich auf Platz 2 machen, weil ich fand beide ganz gut, nur bei Tainer halt, wie der Tiki auch schon gesagt hat, fand ich, dass die haben das zu in die Länge gezogen und ich will jetzt auch nichts gegen die Jungs sagen, die können auch gut singen, aber ich hätte viel mehr von Tainer erwartet.
Deswegen, ja. Man muss auch das sagen, ist auch ein Kollabo, deswegen, ja. Also, ist auch in Ordnung. Simon, ja. Also, ihr Video war auch genauso gut wie die anderen, nur halt, ich fand die anderen so, weiß nicht, das war viel mehr was für mich. Mhm. Aber sonst sind alle gut, also keins von denen ist schlecht. Gut, ja. Ich bin ehrlich gesagt unsicher, ich weiß nicht, wen ich als ersten Platz nehmen werde, aber ich weiß, Tyner ist leider mein letzter Platz, mhm. Weil vom Song her und Video her fehlte mir was. Also am Anfang war das gut, fand ja. Ich, wie am Tanzen ja, wo war. Die dran war. Ja, wo die dran war, genau. Also ich sag mal, ist, du hast schon recht, es ist ein krasser Unterschied zu Bye Bye und dem. Ja, definitiv. Okay, da hat sie halt auch mehr, ja. Mehr Screentime, ja, mehr Gesang ja, halt, ne? Ist halt dann so ja, hier. Das ist halt das Problem mit Kollabos, so was soll man da machen? Ja. Also ich fand die jetzt nicht so besonders, deswegen. Mhm. Gut, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Den ersten. Theodoras Lied fand ich jetzt etwas schwächer als Knockout, aber das Video fand ich trotzdem noch gut. Mhm. Seymour, das Video fand ich schön. Geil. Das Lied war auch nice. Mhm. Lele Pons hat mich überrascht. Das Video und Song. Was soll ich sagen, oder? Eine Bewertung her. Ich weiß, oder hast du noch zu sagen? Ich weiß nicht, wen ich als ersten Platz nehme. Okay. Also als ersten Platz würde ich sagen, wir nehmen einfach unser Maskottchen, Olaf. Ja, Olaf entscheidet. Olaf entscheidet. Mhm. Olaf, was sagst du? Also, sag ich mal so. Ich würde es so ja, machen. Finde ich auch. Olaf sagt Theodora. Oder Lele Pons. Ich würde es so machen. Ich habe Lele Pons zum Beispiel nichts auszusetzen. Ich nehme erster Platz. Mhm. Zweiter Platz Seymo und Theodora dritter Platz. Aber ich muss sagen, Seymour und Theodor sind auf gleiche Linie, so. Mhm. Gleiche Ebene. Okay. Gut. Aber war echt nice Videos, muss ich sagen. Mhm. War ja. Echt interessant. Und jetzt neue Entdeckungen gemacht, wie Lele Pons zum Beispiel ja. Und Seymour. Hallo. Genau. Also, es war nochmal jetzt. Wo warst du die Top-Favoriten. Ja, war schön. Ja, war echt gut. Sagt ja. Uns gerne mal, wen ihr mochtet am meisten. Mhm. Und vergiss nicht, ein Like da zu lassen und zu abonnieren. Also wir geben uns wirklich Mühe bei den Videos. Wir haben jetzt schon gleich 1 Uhr und wir sitzen immer noch hier ja. Dran und das nur für euch. Ja, nur genau. Für euch. Also, wir tun sehr, sehr viel vorproduzieren. Schaut euch die Werbung auch noch an. Ja. Genau. Ich muss ja irgendwie alles hier finanzieren. Die beiden sind auch nicht günstig. Ja. Ja. Er bestellt uns zumindest Essen. Ja. Also ich Essen. Bin, also ich kann schon mal sagen, ich bin ein teurer Mensch. Ich danke dir dafür. Es ja. Geht alles auf deinen Nacken. Dankeschön. Wirklich, Dankeschön, mein Freund. Okay, das war's dann für das Video, würde ich sagen. Und sagen wir sehen uns tschüss. Das nächste Mal. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.